Gespräche mit Sass. Teil 2. Unsere Umwelt ist unendlich. Euren Begriffen nach gibt es bei uns Raum und Zeit in Hülle und Fülle, in denen wir uns betätigen können. Dies würde jede Bewusstseinsform ohne entsprechenden Background und angemessene Entwicklung erheblich belasten. Wir haben kein simples, gemütliches Universum, in dem wir uns verkriechen können. Wir sind sogar ganz fremdartigen Realitätssystemen, die an den Grenzen des uns bekannten Bewusstseins wetterleuchten, wachsam gegenüber. Es gibt viel mehr verschiedene Bewusstseinsformen als körperliche Formen und jede mit ihren eigenen Wahrnehmungsmustern und ihrem eigenen Tarnungssystem ausgestattet. Und dennoch teilen alle diese Bewusstseinsformen ein inneres Wissen um die hinter aller Tarnung verborgene Realität miteinander. Die Realität, aus der jegliche Wirklichkeit aufgebaut ist, wie auch immer sie heißen mag. Bis zu einem gewissen Grad bereise ich auch solche Umwelten. Und zwar diese Formen, die nicht körperlich, nicht materiell sind. Es gibt Persönlichkeiten, die niemals körperlich gewesen sind. Sie haben sich nach anderen Richtlinien entwickelt und ihre Strukturen würden euch fremd sein. Das Bewusstsein muss jedoch manifestieren. Es kann nicht nicht sein. Licht kann nicht nicht leuchten. Ich kann nicht nicht teilen, was ich erlebe, was mich bewegt. Eine Blume will blühen, will sprühen. Bis zu einem gewissen Grad bereise ich also auch solche Umwelten. Das Bewusstsein ist nicht körperlich und muss sich daher auf andere Weise aktualisieren. In manchen Systemen bildet es beispielsweise hochgradig integrierte mathematische und musikalische Muster, die ihrerseits anderen Universalsystemen als Stimulanz dienen. Ich bin mit diesen jedoch nicht gut vertraut und kann nicht mit großer persönlicher Kenntnis über sie sprechen. Das habe ich schon erlebt, reiner Zahlenrahmen zu sein, Vortex-Mathematikbuch von Mark Rodin will ich unbedingt noch installieren und die Zahlenreihen von Grebennikov, der damit alles kalt hat und auch einfach nur Zahlenreihen und die wirken und das ist ja wirklich ganz fantastisch, dass du alle Codesprachen des Bewusstseins beherrscht und damit kannst du dir in dem Raum aussuchen, was deine Lieblingsspielfelder sind. Der eine spielt lieber Fußball, der andere baut lieber, der andere malt lieber Bilder. Und das kannst du im Multidimensionsraum. Dieser Willkommen am Schachbrett mit der Multiversen. Jeder meiner Leser hat innere Sinnesorgane und macht ständig von ihnen Gebrauch, obgleich er sich dessen auf der Ich-Stufe nicht bewusst ist. Wir selber bedienen uns dieser inneren Sinnesorgane in freier Bewusstheit. Tätet ihr das auch, so würdet ihr die Umwelt wahrnehmen, innerhalb der ich existiere. Ihr würdet eine ungeschminkte Situation erleben, in welcher Ereignisse und Gestalten frei sind und nicht in einer galertartigen Zeitform gefangen. Ihr könntet zum Beispiel euer Wohnzimmer hier nicht nur als ein Konglomerat von dauerhaft scheinenden Möbeln sehen, sondern euren Blickwinkel umlenken und den gewaltigen, anhaltenden Tanz der Moleküle und Teilchen beobachten, aus denen die verschiedenen Gegenstände zusammengesetzt sind. Ihr könntet das phosphoreszierende Leuchten, die Aura der elektromagnetischen Struktur sehen, aus der die Moleküle sich aufbauen. Ihr könntet, wenn ihr wolltet, euer Bewusstsein verdichten, bis es klein genug ist, um durch ein einzelnes Molekül zu gehen. Und von der Eigenwelt der Moleküle aus das Universum dieses Wohnraums und die gigantische Milchstraße aufeinander bezogener, stets bewegter, sternenartiger Formen besichtigen. Jede dieser Möglichkeiten stellt eine legitime Realität dar. Die eure ist nicht legitimer als jede andere. Aber sie ist die einzige, die ihr wahrnehmt. Das ändern wir. Das ist genau das, was DMT macht. Es ist keine Halluzination.
Die Filter im Gehirn fallen. Du siehst die Welt, die Realität, wie sie ist. Die ungeschminkte, unsterbliche Schönheit. Es ist wirklich so oft wie vor dem Antlitz des Schöpfers zu stehen. Märchenstunde, Märchenstunde. Sitzung 515. Die Kapitel sind überall welche Sitzungsnummer. Und es ist Mittwoch, den 11. Februar 1970. Es ist tatsächlich so, dass eure physischen Sinne, also die körperlichen Sinne, die Realität erschaffen, die sie wahrnehmen. Ein Baum ist was ganz anderes als eine Mikrobe, ein Vogel, ein Insekt oder ein Mensch, der unter ihm steht. Eure Umwelt ist schöpferisch insofern, als die Bäume Frucht tragen, als es ein selbsterhaltendes Prinzip gibt. So wie die Erde ihre Kinder ernährt zum Beispiel. Diese natürlich kreativen Phänomene sind Materialisationen tiefster seelischer, geistiger und körperlicher Bedürfnisse des Menschengeschlechts. Euren Zeitbegriffen nach vor Äonen begründet und ein Teil des Gesamtvorrats an psychischem Wissen, über das die Menschheit verfügt. Wir verleihen den Elementen, die uns umgeben, eine noch größere Kreativität, die jedoch schwer zu beschreiben ist. Bei uns wachsen zum Beispiel keine Blumen, aber die Intensität, eine konzentrierte psychische Kraft unserer psychologischen Natur bringt neue Tätigkeitsdimensionen hervor. Wenn ihr innerhalb der Dreidimensionalität ein Bild malt, so muss das Bild flächig sein. Es kann das nicht darstellbare, vollständige dreidimensionale Erlebnis nur andeutungsweise wiedergeben. In unserer Umwelt hingegen können wir jede gewünschte dimensionale Wirkung erzielen. All diese Fähigkeiten gehören nicht uns allein. Sie sind auch euer Erbteil. Wie ihr später noch sehen werdet, macht ihr von euren inneren Sinnen häufigeren Gebrauch, als es scheint. Und zwar in anderen Bewusstseinszuständen als im normalen Wachzustand. Gegenwärtiges und Vergangenes können gleichzeitig erfasst. Und ihre Gegenwärtigkeit kann durch assoziative Verknüpfungen gerechtfertigt werden. Nehmen wir an, euer Vater hätte in seinem Leben 8 Lieblingsstühle besessen. Würden nun eure Wahrnehmungsmechanismen vorwiegend auf intuitive Assoziation und nicht auf Zeitablauf begründet sein, so würdet ihr diese 8 Stühle alle gleichzeitig sehen. Oder wenn ihr einen sehen würdet, so würden die anderen 8 dabei auch gegenwärtig sein. Somit ist also die Umwelt kein separates Ding an sich, sondern sie ist das Resultat von Wahrnehmungsmustern, die wieder durch die psychologische Struktur bestimmt sind. Wenn ihr also wissen wollt, wie meine Umwelt beschaffen ist, so müsst ihr begreifen, was ich bin. Und um das zu erklären, muss ich über die Natur des Bewusstseins als solches reden. Und dies wird letzten Endes darauf hinauslaufen, dass ich euch eine Menge über euch selber erzähle. Der innerliche Teil eurer Identität weiß bereits viel von dem, was ich euch sagen werde. So wie Trunvalo seine Lehren und Bücher Schule der Erinnerung nennt. Ihr seid von der materiellen Realität fasziniert und befindet euch gegenwärtig in einer ebenso tiefen Trance wie diese Frau, durch die ich dieses Buch schreibe. Kapitel 3: Meine Arbeit und die Realitätsdimensionen, in die sie mich führt. Die Zeiteinheiten, die ihr kennt, haben keinen Anteil an unserer Erfahrung. Wir haben weit mehr Freunde und Bekannte als ihr. Einfach weil wir uns der verschiedenen Verbindungen, was wir vorläufig einmal vergangene Inkarnationen nennen wollen, bewusst sind. Wir haben deshalb mehr Wissen sozusagen parat. Es gibt keine Zeitepoche in eurem Sinne, in der nicht einige von uns auch zu Hause gewesen wären. Und die unauslöschlichen Erfahrungen, die in diesem besonderen Kontext gemacht wurden, im Gedächtnis bewahren. Wir verspüren keinerlei Bedürfnis, unsere Gefühle oder Gedanken voreinander zu verbergen, weil wir inzwischen alle die kooperative Natur von Bewusstsein und Realität,
sowie die Rolle, die wir dabei spielen, erkannt haben. Einfach, weil uns unsere Energien voll zur Verfügung stehen. Sie werden nicht in Konflikten abgeleitet. Wir verzetteln sie nicht, sondern machen sie jenen einzigartigen und individuellen Zwecken dienbar, die einen fundamentalen Bestandteil unserer Erfahrung ausmachen. Wenn ein Wesen viele Male gestorben ist und wiedergeboren wurde, mit jedem Tod Vernichtung erwartend, und wenn diese Erfahrung durch die Erkenntnisse abgelöst worden ist, dass man trotz alledem fortexistiert, dann nimmt das Ganze den Charakter einer göttlichen Komödie an. Genau so ist es. Es gibt keinen Tod. Es hört nie auf. Leben kann nicht leben. Wir beginnen, die schöpferische Freude des Spiels zu erlernen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass Kreativität und Bewusstsein in der Atmosphäre des Spiels, im Gegensatz zur Arbeit, geboren werden. In der lebendigen, intuitiven Spontanität, die ich als Konstante in allen meinen Existenzen wahrnehme, wie auch in den Erfahrungen derer, die ich kenne. Es ist interessant, die Spontanität ist die Konstante. Das Unerwartete ist die Konstante. Es ist die schönste Sinfonie, ja, es ist in der Vereinigung der Gegensätze, der Stilbruch. Ich trete beispielsweise mit eurer Dimension nicht dadurch in Verbindung, dass ich mich auf eure Existenzebene versetzen will, sondern indem ich mich zu euch hineinfantasiere. Alle meine Tode wären Abenteuer gewesen, hätte ich gewusst, was ich heute weiß. Einerseits nehmt ihr das Leben viel zu ernst und andererseits nehmt ihr die spielerische Seinsweise nicht ernst genug. Wir erfreuen uns einer höchst spontanen Verspieltheit und doch würdet ihr sie verantwortungsvoll nennen. Jedenfalls ist unser Spiel schöpferisch. Wir spielen beispielsweise mit der Beweglichkeit unseres Bewusstseins, um herauszufinden, wie weit wir es aussenden können. Es könnte den Anschein erwecken, als würden wir bei einem solchen Spiel einen müßigen Gebrauch von unserem Bewusstsein machen. Und dennoch existieren die Wege, die wir dabei bahnen, fort und können von anderen benutzt werden. Du legst die Datenpfade, die Wege, wie ein Weg treten auf einem neuen Gelände und plötzlich breitet sich dieses Leben in den fraktalen Formen aus, die du wie Brotkrumen hinterlassen hast. Wir lassen für solche, die nach uns kommen, Botschaften und geistige Wegweiser zurück. Oftmals übermittle ich mein Material, anfangs ohne irgendwie selbst in Erscheinung zu treten. Gleichsam als eine überraschende Offenbarung. Denn wie vorsichtig ich auch das Material darbieten mag, es wird doch immer frühere Vorstellungen, die ein integrierender Bestandteil der Persönlichkeiten meines Schülers waren, zwangsläufig verändern. Was ich zu sagen habe, ist eine Sache für sich. Aber der Schüler wird in psychologische und paranormale Verhaltens- und Erlebniswelten hineingestoßen, die ihm auf der Bewusstseinsebene völlig fremd sein können. In realem Sinne existiert der Raum, den ihr wahrnehmt, einfach nicht. Diese Raumillusion wird nicht allein durch eure eigenen körperlichen Selbsttäuschungsmechanismen hervorgerufen, sondern auch durch angenommene geistige Muster. Muster, die das Bewusstsein sich aneignet, sobald es eine bestimmte Evolutionsstufe innerhalb eines Systems erreicht hat. In jeder Persönlichkeit ist die Anlage vorhanden, nicht allein innerhalb ihrer Umwelt, in diesem Fall der körperlichen Umwelt, zu einer neuen Existenzform zu finden, sondern auch die eigene Bewusstseinsqualität schöpferisch so zu heben, dass sie sich durch das spezialisierte System hindurcharbeiten und die Schranken der ihr bekannten Realität durchbrechen kann. Eure Planetensysteme existieren zusammen gleichzeitig im Raum und Zeit. Das Universum, das ihr wahrnehmt, sowohl mit bloßem Auge als auch mit Instrumenten, scheint euch aus Milchstraßen, Sternen und Planeten zusammengesetzt zu sein, die sich in unterschiedlicher Entfernung von euch befinden. Dies ist im Grunde genommen eine Illusion.
Eure Sinnesorgane und eure Existenzform als körperliche Wesen programmieren euch dazu, das Universum auf eine solche Weise zu sehen. Das euch bekannte Universum ist eure Deutung von Vorgängen, die in eure dreidimensionale Realität hineinragen. Die Vorgänge selber sind geistiger Natur. Ja, alles ist eine telepathische Symphonie. Universum bedeutet ein Lied. Die Wesensheit oder die Seele ist ihrer Natur nach viel schöpferischer und komplexer, als selbst eure Religionen ihr zugestehen. Sie macht von zahllosen Wahrnehmungsmethoden Gebrauch und viele andere Bewusstseinsarten stehen ihr zur Verfügung. Die Seele kann den Brennpunkt ihres Bewusstseins verändern und sie bedient sich des Bewusstseins, wie ihr euch der Augen in eurem Kopf bedient. Sie sind Werkzeug. Nun bin ich auf meiner Existenzebene, so seltsam das klingen mag, mir einfach dessen bewusst, dass ich nicht mein Bewusstsein bin. Mein Bewusstsein ist eine Eigenschaft, über die ich verfügen kann. Dasselbe gilt auch für jeden meiner Leser. Die Seele oder Wesensheit ist demnach mehr als das Bewusstsein. Gewissermaßen übersetze ich das, was ich bin, in ein Ereignis, das ihr bis zu einem gewissen Grad versteht. In viel kleinerem Rahmen tut jeder Maler das Gleiche, wenn er das, was er ist, oder einen Teil von dem, was er ist, in ein Bild überträgt. Wenigstens hier gibt es eine sprechende Analogie. Dreidimensionale Erfahrung ist eine unschätzbare Grundausbildung. Eure Persönlichkeit wird in der Tat, so wie ihr sie jetzt kennt, mitsamt ihren Erinnerungen fortdauern. Aber sie ist nur ein Teil eurer Gesamtidentität. Ähnlich wie eure Kindheit in diesem Leben einen enorm wichtigen Teil eurer gegenwärtigen Persönlichkeit ausmacht. Obwohl ihr heute sehr viel mehr seid als ein Kind. Aber vor allem auch Kind. Aber Umwelten sind keine objektiven Dinge, keine Ansammlung von Objekten, die unabhängig von euch existieren. Ihr formt sie vielmehr. Und dies ist im buchstäblichen Sinne gemeint. Sie sind buchstäblich Verlängerungen eurer selbst, materialisierte, geistige Akte, die von eurem Bewusstsein ausgehen. Buchstäblich formt das innere Selbst den Leib, indem es auf magische Weise Gedanken und Empfindungen in ihre körperlichen Entsprechungen übersetzt. Ihr lasst euren Leib wachsen. Seine Verfassung reflektiert in jedem Augenblick euren subjektiven Zustand auf vollkommene Weise. Jede Empfindung und jeder Gedanke hat seine eigene elektromagnetische Realität, die vollkommen einmalig ist. Sie ist darauf eingerichtet, mit bestimmten anderen Verbindungen einzugehen, den verschiedenen Identitätsgraden entsprechend, die einbezogen werden. Man könnte sagen, dass dreidimensionale Gegenstände auf ähnliche Weise erzeugt werden, wie Bilder, die ihr auf dem Fernsehschirm seht. Mit einem großen Unterschied allerdings. Jeder von euch wirkt unbewusst wie ein Transformator, der automatisch hochentwickelte elektromagnetische Einheiten in materielle Gegenstände umwandelt. Jeder Gedanke und jedes Gefühl existieren spontan als eine einfache oder komplexe elektromagnetische Einheit, die übrigens von euren Naturwissenschaftlern noch nicht festgestellt wurde. Ihr setzt euch grundsätzlich aus denselben Bestandteilen zusammen wie ein Stuhl, ein Stein, ein Salatkopf, ein Vogel. In einem gigantischen Gemeinschaftsunternehmen arbeitet alles Bewusstsein zusammen, um die Formen hervorzubringen, die ihr wahrnimmt. Da uns dies bekannt ist, sind wir in der Lage, unsere Umwelt und unsere eigene körperliche Gestalt beliebig zu wechseln. Form wandeln, ohne durcheinander zu geraten, denn wir nehmen die ihr zugrunde liegende Realität wahr. Wir erkennen auch, dass Dauer der Form eine Illusion ist, weil alles Bewusstsein sich im Zustand der Wandlung befinden muss. Wir können euren Begriffen nach an mehreren Orten gleichzeitig sein, weil wir die wahre Beweglichkeit des Bewusstseins erkennen. Nun ist es so, dass ihr, wann immer ihr mit Gefühl an einen anderen Menschen denkt, ein Gegenstück zu euch selber, und zwar
unterhalb des Identitätsgrads der Materie, aber dennoch von definitiver Gestalt aussendet. Diese Gestalt, die aus eurem eigenen Bewusstsein hervortritt, entgeht der Aufmerksamkeit eures Ich vollkommen. Wenn ich mit Gefühl an jemand denke, so tue ich das Gleiche, nur befindet sich ein Teil meines Bewusstseins in dem ausgesandten Bild und kann sich mitteilen. Umwelt ist in erster Linie eine geistige Schöpfung des Bewusstseins, die in eine Vielfalt von Formen hinaus projiziert wird. Ich habe beispielsweise ein Studierzimmer aus dem 14. Jahrhundert, das ich sehr liebe. Euren materiellen Begriffen nach existiert es nicht. Und ich weiß sehr wohl, dass es mein eigenes geistiges Erzeugnis ist. Trotzdem habe ich meine Freude daran und nehme oft körperliche Gestalt an, um an dem Schreibtisch zu sitzen und durch das Fenster in die Landschaft zu blicken. Wie geil wird unser Leben? Nun tut ihr eigentlich das Gleiche, wenn ihr in eurem Wohnzimmer sitzt, nur wisst ihr es nicht. Ja, wir sind jederzeit im Raumschiff. Und momentan seid ihr etwas eingeschränkt. Ja, nimmer lang. Wenn ich mit meinesgleichen zusammentreffe, dann übersetzen wir uns oftmals unsere Gedanken in verschiedene Gestalten und Formen. Einfach, weil uns die Übung Spaß macht. Na Jungs, das üben wir jetzt auch mal, dass wir uns in gemeinsame, so wie in Inception, in dem Film, wo die alle mit dem Koffer DMT einnehmen und dann können sie sich da reinklinken und dann haben sie eine Mission wie im Computerspiel zu erfüllen. Ach, ist das schön mit Artgenossen. Wenn ich mit meinesgleichen zusammentreffe, dann übersetzen wir uns oftmals unsere Gedanken in verschiedene Gestalten und Formen. Einfach weil es Spaß macht. Bei uns gibt es etwas, das ihr ein Gesellschaftsspiel nennen würdet und das eine gewisse Geschicklichkeit erfordert. Wir unterhalten uns damit, zu sehen, wer von uns einen beliebigen Gedanken in die mannigfaltigsten Formen übersetzen kann. Und hier kann man jetzt Musik laufen lassen, weil allein Wir unterhalten uns damit, zu sehen, wer von uns einen beliebigen Gedanken in die mannigfaltigsten Formen übersetzen kann. Da bin ich an die hinduistische Elefantengottheit mit den 1000 Armen. Erinnert der? Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Ihr seid in höchstem Maße selektiv. Ihr nehmt bestimmte Eigenschaften wahr und ignoriert andere. Euer Körper verändert sich zum Beispiel nicht nur alle 7 Jahre vollständig. Er verändert sich andauernd mit jedem Atemzug. In eurem Fleisch sterben Atome und Moleküle immerfort ab und werden durch neue ersetzt. Wie im Bienenstock die hunderten toten Bienen täglich. Das ist voll okay, das ist wie Hautschuppen, die abfallen. Das ist eine Ich-Persönlichkeit sogar. Bienen, die Schwarmköniginnen sind, sind eben keine, schwingen nicht mehr auf Tiergruppenbewusstsein, sondern auf Ich-Persönlichkeiten. Alles über 500. Der Mensch, der Durchschnittsmensch schwingt auf 642. Heinrich Sannemann hat alles ausgependelt und Lichtmenschen auf über 800 mit der ersten, zweiten Heiligung, wie er es nennt, dann über 900 und 1111 ist, also dann, ja, 1321 ist 12. Dimension, ist Ruhen in Gott. Da gibt es dann keine Engel mehr und auch kein höheres Selbst, das bist du alles, das machst du alles, das organisierst du. Das ist wirklich ein, ja, wenn du HD bist, dann gibt es keine Engel mehr. Und in jedem Déjà-vu-Erlebnis, das dich in eine Kindheits-Jugend-Situation zurückschleudert, dann warst du denn bei dir anwesend in dem Moment. Und dann warst du wie der gute Engel, der damals bei dir auf dem Schulweg, als du, wie ich es geliebt habe, um die Stangen zu wirbeln bei den Stangen, an den Straßenstangen, wenn ich 5 Minuten lang mit einem Arm im Kreis gelaufen bin. Spinning-Energie und mit einer Schaukel im Garten immer ausgegangen und
Es ist ja wirklich herrlich, sich daran zu erinnern, welche schönen... das fängt man jetzt wieder an zu machen, wenn man aufhört zu rauchen. Dann singt man, hängt man sich kopfüber in die Schaukel. Wie viel ich singe seitdem. Und viertens, Reinkarnationsdramen. Stellt euch euer gegenwärtiges Selbst als einen Schauspieler in einem Theaterstück vor. Diese Analogie ist zwar nicht neu, aber treffend. Das Stück spielt im 20. Jahrhundert. Kulissen, Szenerie und Thema entwerft ihr selber. Ja, ihr seid für dieses Stück Autor, Regisseur und Schauspieler in einem. Ihr und jedes andere Individuum, das mitspielt. Ihr seid doch jedoch dermaßen auf eure Rollen fixiert und derart gefesselt von eurer selbstgeschaffenen Realität, so absorbiert von den Problemen, Prüfungen, Hoffnungen und Sorgen eurer jeweiligen Rollen, dass ihr sie nicht mehr als eure eigene Schöpfung erkennt. Aber gleichzeitig gehen noch andere Stücke über die Bühne, in denen ihr ebenfalls eine Rolle zu spielen habt. Auch diese haben ihre eigenen Kulissen, ihre eigene Szenerie. Sie spielen in anderen Zeitaltern. Eins könnte Leben im 12. Jahrhundert, ein anderes Leben im 18. Jahrhundert oder im Jahre 500 vor Christus oder 3000 nach Christus heißen. Auch diese Stücke schreibt ihr und spielt eure Rolle darin. Diese Szenerien stellen ebenso eure Umwelt dar, die Umwelt, die eure Gesamtpersönlichkeit umgibt. Willkommen im Raum, in dem all diese Realitäten heute sind. Das ist alle Frequenz, alle Erinnerung jemals ist eingespeichert in die Psi-Bank, wie die Maya das nennen, die Nosphäre. Und in den Walen, die tragen den größten Erinnerungsspeicher. So wie die Rinde eines Baums das Gedächtnis eines Baums speichert. Davon kann man ruhig mal eine Essenz davon knabbern. Haben wir nämlich vorhin gemacht unter den zwei Schwesterbuchen. Boah, und die hat mit mir gesprochen. Ich bin du, du bist ich. Wachst durch mich. Ja, Mann, wir haben hier Live-Schaltung. So, ja, der Witz. Ihr geht ins Kino. Wir machen hier Dimensionsportal. Ja, da ist Kino echt nur ein Abklatsch dagegen. Weiter im Text. Ihr versteht nichts von eurer eigenen multidimensionalen Realität. Darum erscheint es euch sonderbar und unglaubwürdig, wenn ich euch sage, dass ihr viele Leben gleichzeitig führt. Es fällt euch schon schwer, euch vorzustellen, dass ihr an zwei Stellen zur gleichen Zeit sein könnt. Geschweige denn, dass ihr in zwei oder mehr Zeiten oder Zeitaltern lebt. Um eine einfache Feststellung zu machen, die Zeit ist keine Reihe von Augenblicken. Die Worte, die ihr sprecht, die Handlungen, die ihr begeht, scheinen sich in der Zeit zu entfalten, ebenso wie ein Stuhl oder Tisch Raum einzunehmen scheint. Solche Scheinbarkeiten sind jedoch Teil der komplizierten Bühnenausstattung, die ihr im Voraus aufgestellt habt und die ihr im Rahmen des Stücks als real annehmen müsst. Ihr seid genötigt, euch auf die Handlung des Stücks mit aller Intensität zu konzentrieren. Diese verschiedenen Schauspiele, diese schöpferischen Zeitstücke, repräsentieren nun das, was ihr Reinkarnationsleben nennen würdet. Sie finden grundsätzlich alle zur gleichen Zeit statt. Alle Reinkarnationsleben. Obgleich ich hier der Analogie des Dramas mich bediene, sind die Stücke höchst spontane Angelegenheiten, bei denen die Akteure innerhalb des Rahmens des Stücks volle Freiheit genießen. Und oben erwähnte Vereinbarungen vorausgesetzt, gibt es keine Theaterproben. Es gibt jedoch Beobachter, wie ihr noch später in unserem Buch sehen werdet. Wie bei jeder guten Schauspielaufführung ist in jedem Stück ein Grundthema vorhanden. So sind große Künstler beispielsweise aus bestimmten Epochen nicht einfach deshalb hervorgegangen, weil sie hineingeboren wurden oder weil die Verhältnisse dafür günstig waren. Seth zufolge wählt jedes Individuum Zeit und Ort eines jeden Lebens in seinem Reinkarnationszyklus selber aus.
Die Aufgabe mag in jedem Stück eine andere sein, doch die großen Themen wirken wie ein roter Faden, auf alles Bewusstsein wie ein Signalfeuer. Sie liefern die Vorbilder. Fortschritt hat nämlich nichts mit Zeit zu tun, sondern mit psychischer und geistiger Zielausrichtung. Jedes Stück ist vollkommen anders als jedes andere. Es ist nicht richtig zu vermuten, dass eure Handlungen in diesem Leben von einem früheren Leben verursacht werden oder dass ihr in diesem Leben die Verbrechen eines früheren Lebens abbüßen müsstet. Die Leben sind gleichzeitig. Das Wort Folge lässt automatisch an Ursache und Wirkung denken, wobei die Ursache der Wirkung vorausgeht, und dies ist einfach ein kleines Beispiel für das Ausmaß solcher Entstellungen, wie für die immanenten Schwierigkeiten, die mit der verbalen Gedankenfolge einhergehen. Unsere fucking lineare Sprache, die absolut nicht multidimensional ist. Weil sie immer eine eingleisige Darstellung erfordert. Ihr seid das multidimensionale Selbst, das diese Leben lebt, das diese kosmischen Passionsspiele hervorbringt und handelnd in ihnen auftritt. Es lernt die Kunst der Verwirklichung. Es verfügt über einen unerschöpflichen Reichtum an Kreativitätsquellen und Entwicklungsmöglichkeiten. Doch muss es erst die Mittel finden, diesen Reichtum zu verwirklichen, und muss sich in die Fähigkeiten entwickeln, jenen unsäglichen Schöpfungen, die in ihm sind, zum Leben zu verhelfen. Wir sind Keimzellen. Telepathische Keimzellen, die mal eben, wir sind wirklich DMT-Hyperraum-Entitäten, die mal eben entschieden haben, eine menschliche Form einzunehmen. Als Spielzimmer unserer Schöpfergötter. Ja, und dabei, das gehört zum Spiel, dass wir hier aufwachen und uns erstmal nicht checken. Ist echt wie in einem Level-Up, diese Aha-Erlebnisse. Ah ja. Aha. Nothing has more well earned the name Aya Huasca. Seelenranke. Soul Rank. Liana. Huasca ist die Liane. Die Zauberbohne, die bei Super Mario in den Himmel wuchs, die war zum Beispiel eine Anspielung auf Super Mario ist ja ein reiner Fliegenpilz. Trip, ne? Fliegenpilz ist übrigens was ganz Tolles. Den darf man nicht schlucken, sondern man speichelt den ein. Rein der Mund kocht und es ist total geil, wenn die Pilz-Entität da dribbeln anfängt und dann klick, 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 du spürst, du kannst in alle Pilzorganismen schalten und die Fabelwesen, das ist ich habe nur leider zu wenig gesammelt, aber ich freue mich drauf. Das kann man schon mal machen, ja. Ihr bringt also viel mehr Umwelt hervor, als ihr wisst. Nun hat jeder Schauspieler, während er seiner Rolle nachgeht und sich auf das Stück konzentriert, eine innere Richtlinie. Es stehen somit mehr Informationsquellen zur Verfügung als die im engen Rahmen der Aufführung gegebenen. Jeder Schauspieler weiß dies auch instinktiv. Und so sind innerhalb des Schauspiels Ruhepausen eingeplant und vorgesehen, in denen er sich zurückziehen und erholen kann. Das ist, wenn wir schlafen, träumen und wenn wir uns in den Hyperraum begeben, wie Ayahuasca oder DMT. Oder Meditation. Oder Natur-Wald-Spaziergang barfuß, das erledigt das Gleiche. Oder Sungazing, in die Sonne schauen, morgens, abends, die ersten Minuten, letzten Minuten des Tages. Die Frequenzen lassen dein erstes Auge sowas von, ich habe da grün-blaue Optiken, wenn ich danach in den Wald schaue. Das ist, das schaltet die Radianz, die Strahlung frei. Also in diesen Auszeiten, in diesen Ruhezeiten wird ihm klar, dass er beim Verlassen des Stücks seine Hand im Spiel gehabt hat. Es ist tatsächlich ein klarer Traum. Und er ist befreit von den Vereinbarungen, die während er am Drama beteiligt ist, bindend für ihn sind. Solche Zeiten fallen mit euren Schlaf- und Traumzuständen zusammen. Doch gibt es auch andere Zeiten, da jeder Schauspieler klar erkennt, dass er von einer Bühnenstafflage umgeben ist. Und wo die Erkenntnis plötzlich die scheinbare Realität der Aufführung durchbricht.
Es bedeutet, dass die Rolle eine wichtige Rolle gespielt werden muss. Jeder Schauspieler muss jedoch aus sich selbst heraus zu der Einsicht gelangen, welche Art des Stückes das aufgeführt wird und welche Rolle er darin spielt. Die multidimensionale Persönlichkeit kann sich innerhalb der dreidimensionalen Realität nicht entfalten, solange sie nicht einen Teil ihrer selbst materialisiert hat. Der Sinn des Stücks liegt in euch selber. Es ist nur der bewusste Teil eurer selbst, der so gut schauspielert und sich an die Staffelage des Schauspiels so klammert. Der Sinn des Lebens ist jedem Einzelnen zugänglich. Unterhalb der Oberfläche seines Bewusstseins weiß er warum. Weiß er darum. Jedes Mal, wenn ich in DMT-Raum gehe, kommt ein Warum darum. Das ist so eindeutig. Außerdem werden alle möglichen Winke und Fingerzeige gegeben. Euch steht das Wissen eurer gesamten multidimensionalen Persönlichkeiten zur Verfügung. Wenn ihr dies einmal begreift, dann wird euch das in die Lage versetzen, die Probleme und Aufgaben, die ihr euch gestellt habt, schneller zu lösen. Und außerdem werden hier durch eure Schaffenskreis weitere Wirkungsbereiche eröffnet. Nun kommt es euch natürlich so vor, als wärt ihr der einzige bewusste Teil eurer selbst, denn ihr seid ja mit dem Schauspieler in dieser speziellen Aufführung identifiziert. Und weil ihr ein multidimensionales Bewusstsein seid, deshalb seid ihr auch in anderen Realitäten neben dieser einen bewusst. Klink, klink. Da können die Neuronen, die Schaltnetz, Neural Network gets expanded with this information. So, du bist sie alle. Gleichzeitig, jetzt, spür rein. Und das ist das, wo wirklich, nimm die Worte aus deinen Gedanken und dann hast du die Bilder. Das ist die älteste Sprache des Universums. Es kommuniziert in Bildern und Klängen und Déjà-vu-Erlebnissen. Und Düften. Eure multidimensionale Persönlichkeit, eure wahre Identität, das wirkliche Selbst, ist sich seiner selbst in allen seinen Rollen bewusst. Diese Zeitstücke dienen allesamt einem bestimmten Zweck. Es liegt in der Natur des Bewusstseins, dass es sich in möglichst vielen Dimensionen zu materialisieren sucht, um aus sich selber immer neue Bewusstseinsebenen, neue Verzweigungen hervorzubringen. Auf solche Weise schafft es alle Realität. Du bist die Knospe eines Baums. Realität ist immerfort im Werden begriffen. Die Gedanken, die er beispielsweise in den Rollen als Schauspieler denkt, sind immer vollkommen einmalig und führen zu neuer Kreativität. Wenn ihr an Reinkarnation denkt, so stellt ihr sie euch als Reihe von Fortschritten vor. Stattdessen aber wachsen die verschiedenen Existenzen aus der Substanz eures inneren Selbst hervor. Sie werden nicht durch irgendeine äußere Macht über euch verhängt. Es gibt keine Geschichte, die stattgefunden hat, von außen, die man euch erzählt, ihr glauben müsst. Euer Bewusstsein nimmt also viele Formen an. Und diese Formen brauchen einander nicht ähnlicher zu sein als die Raupe dem Schmetterling. Die Seele genießt vollkommene Ausdrucksfreiheit. Sie verändert ihre Gestalt, um dem Ausdruck zu genügen. Sie baut ihre Umgebungen wie Kulissen auf und konstruiert Welten, die ihr zweckdienlich sind. Sie gestaltet jeden Körper, mit dem ihr euch jetzt bekleidet, und sie ist die treibende Kraft eurer körperlichen Fortexistenz, denn von ihr kommt all eure Vitalität. Das Bewusstsein kann niemals ruhen, sondern muss immerfort neue Schöpfungen anstreben. Die Seele oder Wesensheit gibt dem Körper also und dem dreidimensionalen Selbst, das dieser beherbergt, den Lebenshauch, den Odem. Das 3D-Selbst hat dann die Aufgabe, der Kreativität neue Wirkungsbereiche zu erschließen. Das ist deine Aufgabe. Erschließe der Kreativität neue Wirkungsbereiche. Das ist das Wirkwesen und Feentum
sind gesellschaftlich nur noch nicht anerkannte Berufsfelder. Das ist unser Job von je, jetzt und für immer. Mit anderen Worten, die Wesensheit oder Seele sendet Teile ihrer selbst aus, damit sie der Realität neue Wege bereiten kann, die es sonst nicht gegeben hätte. Ein inneres Bewusstsein dient ihnen dabei als Kraft- und Energiequelle. Sie müssen jedoch am Ende durch ihre Rollen selber zu einem Verständnis ihrer Schauspielerrolle gelangen. Wir haben wirklich, unsere Körper sind Raumfahreranzüge. Und die sind, wie sich für jeden Anzug, so Raumfahreranzug gehört, mit vernünftigen Anschlüssen ausgestattet. Und diese Anschlüsse heißen Chakras. Und sie müssen alsdann mit Hilfe eines weiteren Verständnisakts zur Wesensheit zurückkehren. Ihr lernt es jetzt, Mitschöpfer zu sein. Ihr lernt es, Götter zu sein, in dem Sinne, wie ihr das Wort heute versteht. Ihr lernt Verantwortlichkeit, die Verantwortlichkeit, die zu jedem individualisierten Bewusstsein gehört. Ihr lernt es, die Energie, die ihr selber seid, schöpferisch einzusetzen. Die Szenerie eurer Umwelt, all das manchmal reizvolle Drum und Dran, all die körperlichen Aspekte des Lebens, das ihr kennt, all das ist Tarnung. Und so nenne ich eure materielle Realität eine Tarnung. Und dennoch geht diese Tarnung aus der Vitalität des Universums hervor. Felsen und Steine und Berge und Erde sind eine vitale Tarnung. Eine sich durchdringende psychische Gewebestruktur, die aus winzigen Bewusstseinseinheiten zusammengesetzt sind, die ihr als solche nicht wahrnehmen könnt. Da ihr alle bei dem Aufbau dieser Szenerie eine Hand mit im Spiel habt und da ihr selber in einer körperlichen Form steckt, so seht ihr, wenn ihr eure körperlichen Sinne gebraucht, lediglich diese fantastische Bühnenstafflage. Die Realität, die sowohl in ihr als auch über sie hinaus existiert, entgeht euch. Selbst der Schauspieler ist jedoch nicht ausschließlich dreidimensional. Er ist Teil eines multidimensionalen Selbst. Der Schauspieler macht von seinen inneren Sinnen ständig Gebrauch, obwohl der Schauspieleranteil in ihm so sehr in das Stück vertieft ist, dass es gar nicht bemerkt. So erschaffen die körperlichen Sinne die Realität, die sie nur wahrzunehmen scheinen. Und sie sind wie Brillengläser. Sie werden euch über die Position der anderen Schauspieler oder über die Uhrzeit aufklären, aber sie werden euch nicht verraten, dass die Zeit selber Tarnung ist oder dass das Bewusstsein die anderen Schauspieler formt, wie in einem Traum. Oder dass Realitäten, die ihr nicht sehen könnt, über die physische Materie, die so sehr im Vordergrund steht, hinaus existieren. Ihr könnt durch den Gebrauch eurer inneren Sinne die Realität, wie sie wirklich und unabhängig von dem Schauspiel und eurer Rolle darin existiert, wahrnehmen. Um dies zu erreichen, müsst ihr zumindest vorübergehend eure Aufmerksamkeit von der ständig sich entfaltenden Aktivität abwenden, die körperlichen Sinne sozusagen abstellen und sie jenen Vorgängen zuwenden, die euch sonst entgangen sind. Ihr werdet beispielsweise mehr als desorientiert. Ihr werdet vielmehr zutiefst erschrocken, wenn von einem Augenblick zum anderen eure euch vertraute Umwelt plötzlich verschwände und durch ein anderes Datensystem ersetzt würde, auf das ihr verständnismäßig nicht vorbereitet werdet. Daher muss ein Großteil der Informationen, die euch über die inneren Sinne zukommen, in Begriffe übersetzt werden, die euch verständlich sind. Euer besonderes Tarnungssystem ist nämlich nicht das einzige, müsst ihr wissen. Andere Realitäten haben völlig andere Systeme. Aber alle Persönlichkeiten sind mit inneren Sinnen ausgestattet, was das Kennzeichen allen Bewusstseins ist. Und durch diese inneren Sinne wird eine innere Kommunikation unterhalten, von der das normale, bewusste Selbst wenig weiß. Die Seele oder Wesensheit ist demnach nicht mit dem Selbst, das dieses Buch liest, identisch. Eure Umwelt ist nicht allein die euch vertraute, euch umgebende Welt, sondern sie wird gleichfalls von den Umwelten früherer Leben gebildet.
auf die ihr gegenwärtig nicht eingestellt seid. Eure wirkliche Umwelt besteht aus euren Gedanken und Gefühlen. Denn aus diesen formt ihr nicht allein diese Realität, sondern jede Realität, an der ihr teilhabt. Es gibt nichts, was von außen erschaffen worden würde, nichts, wo du hineingesetzt worden wärst, keine Erde, die einfach existiert. Im Moment deiner Geburt wurde das vorwärts, hast du es vorwärts für rückwärts entschieden, was deine Seele braucht, um in dem Entwicklungsstadium, wo du bist, hier und jetzt das zu lernen. Diese Erkenntnis ist so ein Schlüssel, und ich zitiere, was ich vor kurzem in der 000-Wert wie wir Dokument geschrieben habe. Perspektivenwechsel, Erdgeschichte. Ich bin kein Fan von Urknall oder irgendwelchen physikalischen Theorien, auch wenn ich die Maxwell- und Dirac-Gleichungen hoch und runter rechnen könnte und das wirklich studiert habe bis zum wunderbaren Abschluss, aber die Theorien zur Erklärung und Entstehung des Universums. Das Universum ist nicht entstanden, alles war schon immer. Und es ist zu 100% in dir, nicht außen. Ich bevorzuge, dass es nur deine Geburt gab. Ist ja auch alles, woran du dich erinnern kannst, was du weißt. Der Rest sind Geschichten. Die Schichten. Und da bist du als DMT-Entität mal eben in körperliche Form gegangen. Hast dich dafür entschieden. Und hast in dem Moment deine Eltern und das ganze Zeitalter drumherum, die logischen Geschichten, die Reinkarnationen, alle Vergangenheit, alle Parallelwelten und Visionen erschaffen. Alles, was du brauchst, entsprechend dem Entwicklungsstand deines Bewusstseins. Ja, genau, alle Seelenanteile da draußen sind auch du. In Worten der Maya, ich bin ein anderes Du. Es kommt alles aus Geschichten, aus Verständnisgeschichten. Und wir erschaffen uns gerade mal nur wirklich diese Schauspielszenerie, um mit dieser Multidimensionalität unserer Persönlichkeit und mit dem, dass alles im Jetzt aus uns erschaffen wird. Das lernen wir, und wenn es soweit ist, dann sind wir frei. Eure wirkliche Umwelt weiß nichts von Raum und Zeit, wie ihr sie kennt. In eurer wirklichen Umwelt werden keine Worte benötigt, denn alle Kommunikation ist unmittelbar. In eurer wirklichen Umwelt schafft ihr euch die bekannte materielle Welt. Nun stellt euch vor, ihr seid auf einer erleuchteten Bühne, und die Bühne ist der Raum, in dem ihr jetzt sitzt. Schließt die Augen und stellt euch vor, dass alle Lichter erloschen, die Kulissen verschwunden sind und ihr ganz allein seid. Alles ist dunkel. Ihr seid ruhig. Nun stellt euch eure inneren Sinne so lebhaft wie möglich vor. Tut für den Augenblick so, als würden die inneren Sinne den körperlichen, den äußeren Sinnen entsprechen. Schiebt alle Gedanken und Sorgen von euch. Horcht ganz behutsam, nicht so sehr auf die physischen Laute, als auf die Laute, die über die inneren Sinne zu euch drängen. Stellt euch vor, dass euer ganzes Leben für diese Welt blind gewesen ist und dass ihr euch jetzt langsam in dieser Welt zu orientieren beginnt. Beurteilt nicht die ganze innere Welt nach den zusammenhangslosen Bildern, die ihr vielleicht zuerst wahrnimmt, oder nach den Lauten, die ihr zuerst hört. Denn ihr werdet von euren inneren Sinnen noch einen höchst unvollkommenen Gebrauch machen. Führt diese einfache Übung ein paar Minuten lang vor dem Einschlafen oder im Ruhezustand durch. Sie kann auch während einer gewöhnlichen Arbeitsverrichtung durchgeführt werden, die nicht eure ganze Aufmerksamkeit erfordert. So lernt ihr einfach, euch auf eine neue Bewusstseinsdimension einzustellen. So als machtet ihr schnelle Schnappschüsse in unbekannte Umgebung. Denkt daran, dass es sich dabei nur um Augenblicksaufnahmen handelt. Nehmt sie einfach hin und versucht nicht in diesem Stadium Allgemeinurteile zu fällen oder Deutungen vorzunehmen. Ich habe einige Zeit darauf verwendet, die Tatsache zu verdeutlichen, dass jeder von uns seine eigene Umwelt erschafft.
Nämlich, weil ich euch zeigen wollte, dass die Verantwortung für euer Leben und eure Umwelt auf euren eigenen Schultern ruht. Ich habe auch die Reinkarnation im Rahmen der Umwelt besprochen, weil nämlich viele philosophische Schulen die Auswirkungen von Reinkarnationsexistenzen überbetonen, indem sie oftmals die Umstände des gegenwärtigen Lebens als ein Ergebnis von starren und kompromisslosen Mustern erklären, die in einem früheren Leben festgelegt würden. Ihr werdet euch relativ unfähig fühlen, mit der jetzigen physischen Realität fertig zu werden, eure Umgebung umzugestalten und auf die Welt verändernd einzuwirken, wenn ihr das Gefühl haben müsst, dass ihr Verhältnissen ausgeliefert seid, über die ihr keine Kontrolle habt. Die Gründe, die für solche Sklaverei vorgebracht werden, sind auf Dauer unwesentlich, denn sie ändern sich mit Zeit und Kultur. Das Damoklesschwert von Erbsünde, Kindheitserlebnissen oder Erfahrungen früherer Existenzen hängt aber nicht über euch. Somit lebt ihr nicht unter einer Wolke, die durch Erbsünde, Freuds frühkindliche Syndrome oder Einflüsse aus früheren Leben über eure Psyche verhängt sind. Ich will versuchen, die Einflüsse aus früheren Leben hier ein bisschen klarer zu machen. Sie haben die gleiche Wirkung auf euch wie jede Art von Erfahrung. Die Zeit ist jedoch nicht abgeschlossen, sie ist offen. Ein Leben ist nicht in der Vergangenheit begraben, abgeschnitten von eurem jetzigen Selbst und eurer Zukunft. Wie ich schon früher erklärt habe, finden die Leben oder Theaterstücke gleichzeitig statt. Kreativität und Bewusstsein sind in ihrer Verwirklichung nie linear. In jedem Leben wählt und erschafft ihr euch eure eigene Szenerie oder Umwelt. Und in diesem wähltet ihr euch eure Eltern selbst aus und jedwede Kindheitserlebnisse, die euch zustießen. Ihr habt das Drehbuch selbst geschrieben. Wie ein richtig zerstreuter Professor vergisst das Bewusstsein all das jedoch, sodass, wenn Tragödien in dem Skript vorkommen, sich Schwierigkeiten oder Bewährungsproben darin ergeben, das Bewusste selbst nach jemandem oder etwas Ausschau hält, dem es die Schuld zuschieben kann. Ich hoffe, euch vor Ende des Buchs genau zu zeigen, wie ihr jeden Augenblick in eurem Erleben selber gestaltet, damit ihr endlich anfangen könnt, eure echte schöpferische Verantwortung bewusst wahrzunehmen. Kapitel 5: Wie Gedanken Materie erzeugen. Koordinationspunkte. Während ihr die Worte auf der Seite lest, seid ihr euch darüber im Klaren, dass die Informationen, die ihr dabei erhaltet, keine Eigenschaft der Buchstaben, der Wörter selber ist. Die gedruckte Zeile enthält keine Information, sie übermittelt Information. Wo ist dann aber die Information, die übermittelt wird, wenn nicht auf der Seite? Die gleiche Frage stellt sich natürlich, wenn ihr eine Zeitung lest oder wenn ihr mit jemand redet. Eure Worte selbst vermitteln Informationen, Gefühle und Gedanken. Offenbar sind die Gedanken oder Gefühle mit den Worten aber nicht gleichzusetzen. Die Buchstaben auf der Seite sind Symbole und ihr habt euch auf verschiedene Bedeutungen und Zusammenhänge mit ihnen geeinigt. Ihr setzt es als selbstverständlich voraus, ohne euch viel Gedanken darüber zu machen, dass die Symbole, die Buchstaben, nicht die Realität, die Informationen und Gedanken selbst sind, die sie zu übermitteln versuchen. Ich sage euch, dass die Gegenstände gleichfalls für eine Realität stehen, deren Bedeutung sie wie Buchstaben vermitteln. Die wahre Information ist ebenso wenig in den Gegenständen enthalten, wie der Gedanke in den Buchstaben oder den Worten. Worte sind Ausdrucksmittel. Auch materielle Gegenstände sind das. Nur ist das Material ein anderes. Ihr seid an die Vorstellung gewöhnt, dass ihr euch mit Worten direkt ausdrückt. Ihr könnt euch selber beim Sprechen zuhören. Laute Bewegungen in eurem Körper beobachten, die eure Sprache begleiten. Materielle Gegenstände sind das Resultat einer anderen Ausdrucksform. Ihr bringt sie ebenso sicher hervor wie die Worte. Und ich meine damit nicht, dass ihr sie nur mit den Händen oder durch Fabrikation erzeugt. Ich meine, dass die Gegenstände ebenso natürliche Nebenprodukte der Evolution der Menschheit sind, wie Worte. Eure Worte
sind ja nicht euer Gefühl und so gibt es immer eine Kluft zwischen euren Gedanken und dem Ausdruck. Ihr wisst nicht, wie die Symbole auf dieser Seite in Gedanken übersetzt und sie sodann gespeichert und angeeignet werden. Ebenso wenig vertraut, nehmt es nicht wahr, dass ihr euch der Lösung von schwierigen Aufgaben wie der fortlaufenden Erschaffung eurer materiellen Umwelt als einer Kommunikations- und Ausdrucksform gleichermaßen unbewusst seid. Eure materielle Umwelt wird als Kommunikations- und Ausdrucksform ständig von euch erschaffen. Nun ist es zwar leicht einzusehen, dass ihr Gefühle in Worte oder körperlichen Ausdruck oder in Gebärden übersetzt, aber nicht ganz so leicht zu begreifen, dass ihr euren Körper ebenso mühelos und unbefangen erzeugt, wie eure Gefühle in Symbole übersetzt, die zu Worten werden. Ihr habt sicher schon mal den Ausspruch gehört, die Umwelt eines Menschen seine Persönlichkeit ausdrückt. Ich sage euch, dass es sich hierbei nicht um eine symbolische, sondern um eine buchstäbliche Wahrheit handelt. Und bevor wir fertig mit diesem Buch sind, werdet ihr einsehen, dass grundsätzlich jeder von euch das Buch, das er in der Hand hält, selber erschafft. Und dass eure gesamte körperliche Umwelt eurem Geiste ebenso natürlich entspringt, wie die Worte eurem Mund. Und dass der Mensch materielle Gegenstände ebenso unbefangen und automatisch erzeugt, wie seinen eigenen Atem. Also wirklich alles um dich herum wird zu 100% von dir erzeugt. Es ist nur die nach außen Projektion. Und darum ist es ein Brauch. Ja, sobald du dich verwandelst und darum versuche ich reines Lichtwesen und werde ich. Ich versuche es nicht, ich werde es und ich bin es. Und darum ist mein Weg, reines Lichtwesen zu werden, reine Schwingung. Und absolut keine Gewohnheiten und Abhängigkeiten mehr zu haben in einer materiellen Welt, wo man noch irgendwas in seinen Körper aufnehmen müsste. Aus dieser Reinheit heraus kann sich dann alles befreien und in der Liebe neu geboren werden. Die eigentümlichen, spezifischen Aspekte eurer materiellen Welt sind von eurer Existenz und Bezogenheit auf sie abhängig. Für Außenstehende enthält das materielle Universum zum Beispiel keine Gegenstände, die Festigkeit, Weite und Tiefe besäßen. Andere Bewusstseinsformen koexistieren innerhalb des gleichen Raums, den eure Welt einnimmt. Sie nehmen eure materiellen Gegenstände nicht wahr, denn ihre Realität hat eine andere Tarnungsstruktur. Und ihr nehmt sie nicht wahr. Es gibt verschiedene Punkte, an denen mehrere Realitäten zusammenfallen können. Und diese Punkte werden als solche nicht erkannt, gehören aber einer Sphäre an, die ihr doppelte Realität nennen würdet. Und sie enthalten ein großes Energiepotenzial. Sie sind in der Tat Koordinationspunkte, an denen die Realitäten miteinander verschmelzen. Es gibt Hauptkoordinationspunkte, die mathematisch rein und Quellen fantastischer Energien sind, sowie untergeordnete Koordinationspunkte in gewaltigen Mengen. Es gibt 4 absolute Koordinationspunkte, in denen sich alle Realitäten schneiden. Diese Koordinationspunkte dienen auch als Leitungssystem für den Durchfluss von Energien und Ausbuchtungen oder Wege von einer Realität zur anderen. Sie dienen außerdem als Transformatoren und liefern einen Großteil der Erzeugungsenergien, die die Schöpfung in eurem Sinne zu einer kontinuierlichen machen. Euer Raum ist mit diesen untergeordneten Punkten angefüllt. Und wie ihr später noch sehen werdet, spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung eurer Gedanken und Gefühle in Materie. Wenn ein Gedanke oder eine Empfindung eine bestimmte Intensität erreicht, so zieht er bzw. sie automatisch die Energien einer dieser untergeordneten Punkte an sich und lädt sich damit auf, sodass er bzw. sie in gewisser Weise zunimmt, obwohl nicht an Größe. Diese Punkte wirken auf das, was ihr Zeit und Raum nennen würdet, ein. Es gibt daher gewisse Punkte in Zeit und Raum, wieder nach euren Begriffen, die förderlicher sind als andere, wo die Ideen wie auch die Materie energiegeladener sind.
In der Praxis wird das heißen, dass Gebäude hier eine längere Lebensdauer haben und dass Ideen mit der Form relativ ewige Verbindungen eingehen. Die Pyramiden sind ein klassisches Beispiel dafür. Diese Koordinationspunkte, absolute, untergeordnete Punkte und Hauptpunkte, stellen Anhäufungen oder Spuren reiner Energie dar. Winziger als winzig, wenn ihr an sie in Größenverhältnissen denkt. Kleiner als jedes Elementarteilchen, das euren Wissenschaftlern bekannt ist, aber reine Energie darstellend. Und doch muss diese Energie aktiviert werden. Sonst bleibt sie latent und sie lässt sich auf materiellen Wege nicht aktivieren. Nun ein paar Anhaltspunkte, die euch oder den Mathematikern helfen können. Es gibt in der Nachbarschaft all dieser Punkte, selbst der Untergeordneten, eine ganz minimale Veränderung der Schwerkraft. Und all die sogenannten physikalischen Gesetze sind hier mehr oder weniger Schwankungen unterworfen. Hier habe ich drei Striche und Ausrufezeichen daneben gemacht. Das ist, was man so schön erlebt im tiefen DMT-Raum, wenn die Gravitation plötzlich upside down ist, wenn du in verschiedenen Zellen unterschiedliche Gravitationseffekte hast. Und dann hast du einen dieser Koordinationspunkte aktiviert, wie Seth es nennt. Er schreibt weiter, die untergeordneten Punkte dienen in gewisser Hinsicht auch als Stützen, als strukturelle Verstärkungen innerhalb der unsichtbaren Energiestruktur, die alle Realitäten und Phänomene hervorbringt. Dies sind Punkte von konzentrierter Energie. Die untergeordneten Punkte kommen viel häufiger vor und wirken sich auf euer praktisches Leben aus. Es gibt Orte, die besser geeignet sind als andere, um Häuser oder Konstruktionen darauf zu errichten. Orte, an denen die Gesundheit und Vitalität gestärkt werden. Und andere Dinge vorausgesetzt, die Pflanzen wachsen und gedeihen und alle günstigen Umstände zusammenzutreffen scheinen. Manche Leute haben ein instinktives Gespür für solche Gegenden. Sie treten in gewissen Winkeln auf, die von den Koordinationspunkten gebildet werden. Diese Punkte sind natürlich nicht von materieller Natur, das heißt, sie sind nicht sichtbar, obgleich sie sich mathematisch ableiten lassen. Sie sind jedoch als intensivierte Energie spürbar. In jedem beliebigen Raum gedeihen Pflanzen an bestimmten Stellen besser als an anderen. Vorausgesetzt, dass für die Lebensnotwendigkeiten wie den Bedarf an Licht überall gleichmäßig gesorgt ist. Euer gesamter Weltraum ist mit solchen Koordinationspunkten durchsetzt, sodass sie bestimmte unsichtbare Winkel zueinander bilden. Die konzentrierten Energiepunkte werden durch Gefühlsstärken aktiviert. Drei Ausrufezeichen. Die durchaus innerhalb eurer normalen Gefühlsskala liegen. Eure eigenen Gefühle oder Empfindungen aktivieren diese Koordinationspunkte, ob ihr nun davon wisst oder nicht. Dadurch wird euer ursprünglicher Gedanke oder euer Gefühl mit Energie aufgeladen und seine Projektion in die Materie wird beschleunigt. Dies gilt für jede Art von Empfindung. Nur die Intensität des Gefühls ist entscheidend. Mit anderen Worten sind diese Punkte wie unsichtbare Kraftwerke, die, sobald ein Gedanke oder Gefühl von hinreichender Intensität sie berührt, zu arbeiten beginnen. Die Punkte selber intensivieren, was immer sie aktiviert, auf völlig neutrale Weise. Dies alles ist stark vereinfacht formuliert, aber die subjektive Erfahrung eines jeden Bewusstseins drückt sich automatisch in Form von elektromagnetischen Energieeinheiten aus. Diese existieren unterhalb der Schwelle von der physischen Materie. Sie sind, wenn ihr so wollt, im Entstehen begriffene Kleinstteilchen, die noch keine Materie sind. Diese Einheiten sind natürliche Emanationen jeder Art von Bewusstsein. Sie bilden unsichtbare Gebilde, die die Reaktionen auf jede Form von Reiz darstellen. Sie existieren sehr selten für sich allein, sondern gehen miteinander nach bestimmten Gesetzen Verbindungen ein. Sie verändern sowohl ihre Gestalt als auch ihre Pulsation. Ihre relative Lebensdauer hängt von der ursprünglichen Intensität ab, die hinter ihnen steht. Das heißt, von dem ursprünglichen Gedanken,
von der ursprünglichen Empfindung, dem Reiz oder der Reaktion, die sie ins Leben rief. Sich das vorzustellen, dass jedes Gefühl, Reiz und Gedanke als Koordinationspunkt aktiviert wird, das ist sehr, sehr stark. Und daraus wieder aus diesen Punkten wird die Materie erschaffen. Erschaffung durch Intensität. Wiederum stark vereinfachen kann man sagen, dass sie unter gewissen Bedingungen sich zu Materie verdichten. Jene elektromagnetischen Einheiten von hinreichend starker Intensität aktivieren automatisch die untergeordneten Koordinationspunkte. Sie werden hierdurch beschleunigt und sehr viel rascher in eurem Sinne in die Materie vorangetrieben als Einheiten von geringerer Intensität. Moleküle würden diesen Einheiten so groß wie Planeten vorkommen. Atome und Moleküle und diese elektromagnetischen Energieeinheiten sind einfach verschiedene Manifestationen derselben Prinzipien, denen die Einheiten selbst ihr Leben verdanken. Es ist lediglich euer relativer Standort, euer Blickwinkel innerhalb Raum und Zeit, der euch dies so unwahrscheinlich erscheinen lässt. Jeder Gedanke und jede Empfindung existieren somit als eine elektromagnetische Energieeinheit oder unter bestimmten Voraussetzungen als Kombination solcher Einheiten, und oftmals werden sie dann zu Bausteinen für die Materie und für den Körper. Dieser Übertritt in die Materie erfolgt als ein neutrales Ergebnis, ohne Berücksichtigung der Natur des jeweiligen Gedankens oder der jeweiligen Empfindung. Vorstellungsbilder, die von starken Gefühlen begleitet sind, wirken daher wie Lichtpausen, auf denen ein entsprechender materieller Gegenstand oder Zustand oder ein Ereignis in eurem Sinn in Erscheinung treten wird. Und immer wenn man sich dabei ertappt zu sagen, das haben uns die doch, dass irgendwelche Mächte da außen uns das falsch beigebracht hätten, dass wir in dem Konstrukt aufwachsen, dass das alles von außen herbeigeführt wird, ist es nur ein Anzeichen darauf, dass wir nicht checken, dass wir in unserem eigenen Theaterspiel sind. Und dass du selbst das hervorgebracht hast, exakt so wie es ist. Am Schluss wird man es verstehen, aber solange wir nicht, wie Cezanne das ja wunderbar erklärt, verstehen, dass wir Schauspieler, Regisseur und Szenerie in einem sind und nichts da wäre, was, wo wir hineingeboren wären und uns das dann so aufgebürdet wäre. Es ist genau andersrum. Es ist, du hast mit deiner Geburt all das ausgelöst und all die Erfahrung wenn man das versteht, kann sich das außen komplett ändern. Das geht dann ruckzuck, ja. Und in dem Verständnismoment heben wir uns aus Raum und Zeit und können das Ganze neu und so, wie es sich anfühlt, und aus dem Herzen heraus erschaffen. Weiter im Text. Die Intensität ist der Kern, um den herum sich die elektromagnetischen Energieeinheiten formieren. Nach euren Begriffen, je intensiver der Kern, desto schneller die körperliche Materialisierung. Dies gilt gleichgültig, ob es sich bei dem Vorstellungsbild um ein furchterregendes oder um ein freudiges Ereignis handelt. Und hier haben wir nun ein sehr wichtiges Problem. Wenn ihr sehr intensiv veranlagt seid und in lebhaften, gefühlsbetonten Vorstellungsbildern denkt, dann werden diese schnell in materielle Ereignisse umgesetzt werden. Wenn ihr außerdem noch besonders pessimistisch veranlagt seid und zu Gedanken und Vorgefühlen von möglichen Unglück neigt, dann werden eben diese Gedanken sich getreu als Erfahrungen reproduzieren. Je intensiver eure Fantasie und euer inneres Erleben sind, desto wichtiger ist es daher, dass ihr erkennt, auf welche Weise ihr diese inneren Erlebnisse materiell werden lässt. Eure Gedanken und Gefühle treten ihre Reise in die materielle Verwirklichung im Augenblick ihrer Geburt an. Die Koordinationspunkte regen als solche die Tätigkeit der Atome und Moleküle auf ähnliche Weise an, wie die Sonne das Wachstum der Pflanzen fördert. Die Koordinationspunkte aktivieren das Zeugungsverhalten der Atome und Moleküle und unterstützen in hohem Maße ihre Neigung zur Kooperation, ihre Tendenz sozusagen zu schwärmen.
und sich in strukturellen Gruppierungen zusammenzuschließen. Nun sollte dies kein Fachbuch werden, deshalb ist hier nicht der Ort, Tätigkeit und Verhalten und Wirkung dieser Koordinationspunkte oder der elektromagnetischen Energieeinheiten, jener natürlichen Emanationen des Bewusstseins, umständlich zu erörtern. Ich möchte jedoch festgestellt haben, dass Gedanken und Gefühle auf sehr spezifischem Wege und nach durchaus gültigen Gesetzen in physische Materie umgesetzt werden, wenn auch dies gegenwärtig noch unbekannt ist. Die Frage habe ich deshalb angeschnitten, weil sie mit dem multidimensionalen Aspekt der Persönlichkeit sich berührt. Und so möchte ich daran erinnern, dass diese Emanationen in unterschiedlichem Maß von allem Bewusstsein ausgehen und nicht nur von eurem eigenen Bewusstsein. Dies schließt auch das Zellbewusstsein mit ein, sodass ein unsichtbares Netzwerk von elektromagnetischen Einheiten eure gesamte Umwelt durchzieht. Und auf diesem Gewebe und aus ihm werden die Elementarteilchen der Materie aufgebaut. Ihr könnt die psychische Realität, die die wahre Triebfeder eurer körperlichen Existenz ist, nicht voll begreifen, bevor ihr nicht eure eigene psychische Realität und eure Unabhängigkeit von den physischen, also von den materiellen Gesetzen erkannt habt. Kapitel 6: Die Seele und die Natur ihrer Wahrnehmungen. Erst einmal ist die Seele nicht etwas, das man hat. Sie ist, was man ist. Und ich verwende den Ausdruck Wesensheit viel lieber anstelle von Seele, weil die erwähnten Missverständnisse mit dem Wort Wesensheit viel weniger verknüpft sind und weil hier weniger religiöse Obertöne mitschwingen. Die Seele oder Wesensheit, mit anderen Worten eure persönlichste, machtvolle innere Identität, wandelt sich ständig und muss sich ständig wandeln. Sie ist empfänglich, lebendig und neugierig. Sie bildet das Fleisch und die Welt, die ihr kennt. Und sie befindet sich im Zustand des Werdens. Nun setzt man in der dreidimensionalen Realität, in der euer Ich hauptsächlich zentriert ist, beim Werden ein Ziel oder einen Bestimmungsort voraus, eine Vollendung dessen, was im Werden begriffen war. Doch die Seele oder Wesensheit ist im Grunde in anderen Dimensionen zu Hause, wo die Erfüllung nicht an die Erreichung von Zielen gebunden ist, ob geistiger oder anderer Art. Die Wesensheit ist als solche die am höchsten motivierte, energiegeladenste und gewaltigste Bewusstseinseinheit, die wir in allen Universen kennen. Ihr seid eine Manifestation eurer eigenen Seele. Wie viele von euch würden eure Realität, eure gesamte Realität, nur auf euren jetzigen Erfahrungsbereich beschränken wollen? Genau das tut ihr aber, wenn ihr euch einbildet, euer gegenwärtiges Selbst mache eure gesamte Persönlichkeit aus. Oder wenn ihr darauf besteht, dass eure Identität unverändert in alle Ewigkeit aufrechterhalten werde. Eine solche Ewigkeit wär in der Tat eine Tote. In vieler Hinsicht ist die Seele ein in der Entstehung begriffener Gott. Und wir werden auf den Gottesbegriff von späterer Stelle noch eingehen. Zuerst müsst ihr eine Vorstellung von eurer eigenen psychologischen und paranormalen Struktur haben. Wenn ihr bis zu einem gewissen Grad begriffen habt, wer und was ihr seid, dann kann ich auch genauer erklären, wer und was ich bin. Die Persönlichkeit ist nur ein Aspekt, eine der vielen Manifestationen der Seele. So kann die intensive Vitalität der Seele niemals erfasst werden. Eure Seele verfügt über die Weisheit, die Information und das Wissen, die zum Erfahrungsschatz all der anderen Persönlichkeiten gehören. Und ihr habt Zugang dazu. Aber nur dann, wenn ihr die wahre Natur eurer Realität begreift. Und so kann die intensive Vitalität der Seele niemals erfasst werden. Eure Seele verfügt über die Weisheit, die Information und das Wissen, die zum Erfahrungsschatz all der anderen Persönlichkeiten gehören. Und ihr habt Zugang dazu. Aber nur dann, wenn ihr die wahre Natur eurer Realität begreift. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Persönlichkeiten in der Seele
unabhängig und als Teil von ihr existieren. Und dass sie sämtlich frei sind, sich schöpferisch zu betätigen und sich zu entwickeln. Und du bist praktisch ein Aspekt, eine Manifestation deiner multidimensionalen Seele. Es gibt jedoch eine innere Kommunikation zwischen ihnen, zwischen all diesen Persönlichkeiten. Und das Wissen des einen Teils ist allen Teilen zugänglich. Und nicht etwa erst nach dem körperlichen Tod, sondern jetzt in diesem Augenblick. Man kann sagen, dass die körperlichen Sinne die materielle Welt erschaffen, insofern sie euch zwingen, ein verfügbares Energienfeld auf materielle Weise zu sehen und diesem Realitätsbereich ein hochspezialisiertes Muster aufzudrucken. Wenn ihr eure körperlichen Sinne gebraucht, könnt ihr die Realität auf keine andere Weise sehen. Darum heißt die körperlichen Außensinne öfter mal nicht zu gebrauchen. Auch müsst ihr wissen, dass obwohl ich Ausdrücke wie Seele oder wie Wesensheit, inneres Selbst und gegenwärtige Persönlichkeit verwende, dies nur um der Konvenienz willen geschieht. Denn jedes ist ein Teil des anderen und es gibt keinen Punkt, da wo der eine anfängt und das andere aufhört. Und ihr könnt es auch ohne weiteres an der Art und Weise ablesen, wie Psychologen die Begriffe Ich, Unterbewusstes oder gar Unbewusstes gebrauchen. Was in einem Augenblick unterbewusst zu sein scheint, kann im nächsten Augenblick bewusst sein. Selbst hier sollte euch die Erfahrung zeigen, dass die Wörter und Worte Grenzen abstecken, die in eurem Erleben nicht existieren. Ja, drum, wenn man was sich erklären will im Verstand, dann weniger mit Worten, als ja, wieder zurück ins Herz gehen und über Gefühl. Nun verändert jeder Wahrnehmungsakt den Wahrnehmenden. Und so muss die Seele als Wahrnehmende sich gleichfalls verändern. Es gibt keine echten Grenzen zwischen dem Wahrnehmenden und dem scheinbar Wahrgenommenen. Dies mag euch befremdlich erscheinen, aber alle Handlungen sind geistiger oder, wenn ihr so wollt, psychischer Natur. Dies ist eine äußerst simple Erklärung, aber der Gedanke erschafft die Realität. Darauf nimmt dann der Schöpfer des Gedankens den Gegenstand wahr, ohne die Verbindung zu sehen, die zwischen ihm und diesem scheinbar selbstständigen Ding besteht. Diese Fähigkeit, Gedanken und Gefühle in materielle Realität zu verwandeln, ist ein charakteristisches Attribut der Seele. Nun werden in eurer Realität die Gedanken auf materielle Weise verwirklicht. In anderen Realitäten können sie auf völlig andersartige Weise aufgebaut werden. Eure Seele, das was ihr seid, baut also täglich eure materielle Realität für euch aus den Rohstoffen eurer Gedanken und Erwartungen auf. So könnt ihr ohne weiteres ersehen, wie wichtig eure subjektiven Gefühle in Wirklichkeit sind. Dieses Wissen, dass euer Universum eine Gedankenkonstruktion ist, kann euch sofort die Mittel an die Hand geben, eure Umwelt und Lebensbedingungen positiv zu verändern. Yes.